Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, das letzte Schiffsartilleriegeschütz. Ja, mal kurzerhand ein bisschen zu sabotieren. Haben Franz den letzten Scharfschützen ausgeschaltet. Daher, wobei der ein bisschen neben sich stand, würde ich jetzt mal dezent sagen. Und ja, kommen jetzt in so eine Phase, wo wir wieder die letzten sammelbaren Objekte benötigen. Weil, wie ihr sehen könnt, das ist ja nicht mehr viel. Ein Dienstplan und ein Steinadler. Zuvor müssen wir uns aber hier noch ein paar Leute aus dem Weg schaffen. Weil viele sind es ja nicht mehr, die hier rumlaufen. Ich hätte gedacht, er würde uns hören. Aber für den Anfang schon mal nicht schlecht. Ich muss wirklich sagen, es war eine mit der bislang miesesten Stellen im gesamten Let's Play hier hinten. Ja, komm mal ran hier. Moment, ein Geräusch. Was da! War das? Ja, was war das? Ich weiß nicht. Schaut doch einfach mal nach. Wenn es geht, zeitnah. Dankeschön. Von hier kann ich leider nichts sehen. Ja, genau. Komm mal her hier. Zur Seite mit dir. Jetzt kommen doch garantiert gleich noch die anderen Leute. Das wäre schon geil, wenn das mit der Kettenreaktion klappen würde. Wie ich mir das gerade vorstelle. Die kommen hierher, sehen ihn und in der Zeit geht das Teil hoch. Das wäre zu einfach. Die haben ja wirklich gar nichts mitgekriegt. Boah, ist mir langweilig. Oh, du, das lässt sich ändern. Aber es waren drei Leute. Ich zähle gerade nur zwei. Wo ist der letzte? Oder war das sogar der, den wir angelockt hatten? Was ja auch sein kann. Was war das? Wir vertragen. Dürfen uns definitiv nicht der Tür zu sehr nähern. Kann man von hier aus überhaupt schon sehen? Ja, da hinten liegt er. Professor Andreas Kessler. Macht ihn fertig! Das sehe ich anders.
Funkpause. Ah, ich weiß. Wir wollen da ja auch nicht lang, weil wir haben ja hier hinten auch noch zwei Leute. Auch noch mal ein Panzerfaustsoldat. Ich hoffe, bitte, der andere hat es nicht gesehen. Hat er oder hat er es nicht? Jetzt bleiben nur noch du und ich. Das ist schwer zu sagen, ne? Gut, jetzt hat sich das bestätigt. Danke dafür. Für einen Moment hätte ich ja wirklich gedacht, er hätte uns nicht gesehen, weil er hat ja nicht geschossen. Zumindest nicht auf Anhieb. Aber das wird sich jetzt gleich klären. Scheint sogar, als würde er da hinten stehen bleiben. Tatsache. Dreh wieder um, hätte ich nicht gedacht. Obwohl ich schon geduldig bin, ne, kommt es trotzdem hin und wieder mal vor, dass ich zu schnell versucht, die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Und dann kommt sowas bei raus. Moment. Kann es wirklich sein, dass wir jetzt so gut wie jeden ausgeschaltet haben, den wir hier irgendwo gefunden und gesehen haben. Momentan würde ich sogar sagen, ja, aber uns fehlt ja immer noch ein Dienstplan. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich mittlerweile das so geändert hat, dass er auch irgendwo rumliegt. Also, der andere Eingang hier zur unterirdischen Waffenkammer, wo die Quecksilberdampfgleichrichteranlage sich befand. Irgendwo muss ja noch wer rumlaufen. Ist wo. Da wir jetzt sehr viel Zeit damit verbracht hatten, in der hinteren Sektion der Karte rumzustöbern, würde ich mal sagen, schauen wir uns noch mal im ersten Teil der Karte etwas genauer um. Das ist immer das Problem, ey. Das ist immer das Problem bei Sammelobjekten. Am Anfang freut man sich immer, yeah, geil, noch eins, ey, cool. Aber je näher man dem Ende kommt, desto schwieriger wird's. Ich meine, klar, dieser Prozess ist ganz normal, ne, aber er nervt halt dann doch jedes Mal wieder aufs Neue.
Diese Anlage hier habe ich auch gefressen, ey. Irgendwo muss sich ja noch ein Offizier. Irgendwo muss da sich ja noch irgendwo einer aufhalten. Die Frage ist halt nur, wo. Ach ja, das ist schon wieder so eine Backtracking-Geschichte, ey, die mir gar nicht gefällt. Vielleicht läuft er uns ja irgendwo über den Weg. Fehlanzeige. Die Nazis wussten, dass ich auf der Orchidea war. Das heißt, sie haben die SOI-Codes geknackt. Das ist auch eine nette Info, Karl. Das muss ich dir mal lassen, aber in welchem Zusammenhang? Also, wie kommst du gerade jetzt auf den Gedanken aus deiner Vergangenheit, ja, zu schwelgen und uns davon zu erzählen? Gerne mehr davon. Ich habe da nichts gegen, aber das kam gerade etwas unerwartet. Tja, Leute, es gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. Ich hoffe einfach mal wirklich, dass ihr überhaupt noch, wenn auch wer rumläuft, nicht, dass es so ist, dass wir den schon mal gekillt hatten. Und ich dann einfach nur vergessen hatte, den Typen zu durchsuchen. Das wäre echt mega scheiße. Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Boah, wäre das ärgerlich, ey. Das wäre mega mies. Ja, aber wie ich das halt schon mal gesagt hatte, ich möchte da ungern was rausschneiden. Klar, das ist jetzt, ich würde schon sagen, fast optional, was hier alles gerade passiert. Noch einer von der Sorte. Und ich hab gedacht, ich hätte euch schon alle ums Eck gebracht. Da denkt man, ey, man hätte schon fast alles gesehen. Nö. Ich würde auch mal interessieren, wie lange der da schon gehockt hat. Er ist ja nicht so, als wären wir erst vom oder beim letzten Part auf die andere Seite der Karte geschlichen. Das ist ja schon ein bisschen länger her.
ja, was ich sagen wollte, das ist jetzt schon eine Lauflänge, die ich als optionalen Part ankreiden würde. Weil für die Leute, die da halt keinen Bock drauf haben, denen würde ich das im Timecode markieren. Wenn ich es denn in der Aufnahme noch finden sollte. Ja, und wenn nicht, dann muss ich mir mal was einfallen lassen. Wäre schon fast wie ein Sechser im Lotto, ne? Wenn das jetzt tatsächlich einer wäre, den wir mal ins Gebüsch gezogen haben. Aber selbst wenn man ja Feinde aufhebt, dann werden ja die Sachen automatisch aufgesammelt, die sie schon bei sich tragen. Was auch wieder dafür sprechen würde, dass wir das Dokument ja schon haben müssten. Also ob so oder so, ich durchsuche ja wirklich gefühlt jeden. Ja, jetzt auch nochmal, ihr seid ja dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwen... Klar, da saß jetzt eben gerade auch einer. Einfach mal out of nowhere. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, dass ich hier irgendwen übersehen haben sollte. Weil dafür bin ich kartentechnisch vom Vorgehen her einfach zu gründlich. Also so gut wie, würde ich jetzt mal sagen. Und gleich, wenn ich hier irgendwen durchsuche, dann kriege ich das Teil. Aha. Ja, okay. Was jetzt auch immer uns das bringt. Gerade echt überfragt, muss ich mal sagen. Kannst du uns weiterhelfen? Nee, er macht den Schweigsamen. Ich hätte es jetzt auch gewundert, wenn er geantwortet hätte. Aber man muss ja versuchen, jede Möglichkeit irgendwie an ressourcentechnischen Machbarkeiten auszuschöpfen. Geht mir das auf den Senkel. Das ist wertvolle Zeit, die dabei einfach flöten geht. Die ist einfach gone. Warte mal, ich habe ja eben gerade einen Schlüssel gefunden. Ne? Klar, die Teile sind jetzt durchgeröstet. Aber nichts, was man irgendwie gebrauchen könnte. Das ist ein Jäger. Warum will ich den überhaupt untersuchen? Macht keinen Sinn. Zumal die Offiziere ja auch verhältnismäßig gut zu erkennen sind. In ihrer Mütze. Sofern ich sie nicht ins Gebüsch geschleppt haben sollte. Ach, Freunde, ey. Das ist so anstrengend. Ja, warte mal, den hatten wir nicht, ne? Doch. Ah, Mann! Alter, das geht mir echt offen. Wartet mal.
Wehrpass-Sammelobjekte. Küstenstandort Magazino. Wo sind die Dienstpläne? 21 brauchen wir noch. Anton Gruber. Eugen Lammers. Julian Keitel. Es gab doch hier auch ein optionales Ziel, ne? Der für den Schutz zuständigen Offizier. Der war auf der anderen Kartenseite. Also von jetzt aus gesehen geradezu. Auf der anderen Seite. Weil der hier in der Bunkeranlage haben wir gerade. Dann weiß ich, dass wir hier ein oder zwei Mal an der Stelle gescheitert waren. Da war auch ein oder... Ein Offizier war das. Der andere war hinten bei den unbekannten Soldaten. Das heißt, der letzte, der so gesehen eigentlich übrig blieb. Weil der andere an der Radarstation, der hatte ja gar nichts. Dann kann das ja nur der hier gewesen sein. Vom Ausschlussverfahren her gesehen, blieb ja der als letztes dann übrig. Und mehr gibt's ja hier auf der Karte nicht. Jetzt ist halt nur die Frage, wo hatte ich den hingelegt? Das ist jetzt die Frage. Schauen wir mal. Nee, das ist ja auch ein Offizier. Wer liegt hier noch drin? Ein Soldat. Digga, begreife ich hier irgendwas gerade nicht? Wenn der das nicht war, wer war es denn dann? Das ist mir gerade echt zu hoch, ey. Also noch stehe ich zwar nicht am Rande der Verzweiflung, aber es gibt mir gerade echt schon zu denken. Wer hat denn hier noch einen verschissenen Dienstplan? Weil hier muss ja... Ja, das war nämlich... Auch, das war auch einer. Das war auch ein Offizier. Aber ich glaube, einer von denen hier hatte eine Tresorkombination. Das ganze Backtracking, ne? So, das war der zweite. Dann weiß ich. Boah, ich hab gedacht, ey. Ganz ruhig. Nicht paranoid werden hier. Dann weiß ich, war hier noch ein dritter. Der ist es nicht gewesen. Der war es auch nicht. Ich hatte hier doch irgendeinen Offizier gekillt, Alter. Es kann doch nicht sein, dass er einfach weg ist. Hm. Ihr wollt mich doch verflixen, ne? Kann das sein? Ja, der hier war es nicht. Keiner im Gebüsch liegt, ne? Wer zum Henker war das dann? Das ist auch ein Soldat. Ein ganz normaler Infanterist, kein Offizier.
Ich glaube, da haben sie mich jetzt echt richtig hardcore-technisch verarscht. Und so weit weggegangen kann da ja auch nicht sein. Was sollte hier ein Gegner hier ganz am Rand der Karte machen? Nee, ist ja klar, dass hier keiner ist. Oh Mann. Also ich könnte wirklich mehr als schwören, dass ich hier mal wen reingezogen habe. Das war nämlich auch die Truppe, die hier richtig verbuggt rumstand. Und so wie sie den Anschein hat, fehlen nämlich hier auch gewisse Leute. Wenn das jetzt der Offizier sein sollte, der da zwar reingezogen wurde, aber fehlt, ne? Hey. Ich bin zwar vorher noch nie im Dreieck gesprungen, aber das mache ich dann offscreen. Jetzt einmal erstmal auf den Steinadler geschissen. Aber das hier lässt mir gerade keine Ruhe. Und wehe, der steht einfach irgendwo rum und macht nichts. Das ist schon belastend. Das ist schon echt eine harte Nummer. Es ist ja auch nicht so, würde ich jetzt mal sagen, wie bei der Lorino-Werft, dass diese Verstärkung, die dann nochmal anrückt, sich dementsprechend krass auf der Karte verteilt, weil ja, das sind ja keine getriggerten Leute, die hier irgendwie einfach mal so in die Karte mit reinkommen. Das hätte man an der Stelle dann auch mal geklärt. Wurde da nicht eben gerade... Ich hatte gerade so das Gefühl, als hätte sich da das Fernglas ein bisschen verzögert. Ja, den Steinadler nehme ich jetzt noch mit, ob der Timer gegangen ist oder nicht. Wo war er jetzt? Da oben. 275 Meter. Ich gehe mal auf 300 Meter, setze mich mal ein bisschen näher an den Fernseher ran. Weil mit einer Zoom-Stufe von 4, das ist ja lachhaft. Fast windstill. Ach, knapp drüber. Schon wieder. Gehe ich halt ein bisschen weiter nach unten. What? Jetzt muss ich auch noch nachladen. Oh, oh Mann. Okay. Neuer Versuch. Dreimal schon gefailt, ey. Und das, obwohl die Aufnahme theoretisch schon zu Ende sein sollte. Aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ey. Nach der ganzen Sucherei. Machen wir das jetzt eben noch fertig. Ey. What? Und das noch nicht mal mit so einer epischen Kameraführung? Richtig low.
Aber immerhin war das kein Soldat. Also nicht so wie bei der Lorino-Werft selber. Ja, okay. Na, also ich muss mir dazu echt mal was einfallen lassen. Höchstwahrscheinlich muss ich mir da nochmal, die älteren Episoden selber nochmal anschauen, Revue passieren lassen, damit ich ungefähr einen Eindruck davon kriege, wo wirklich irgendwer mal rumgeschimmelt hat. Weil das kann ich angehen. Ich verlasse diese Mission nicht eher, bevor ich den Typen gefunden habe. Es lässt mir keine Ruhe. Aber lass das erstmal meine Sorge sein. Und ich würde mal sagen, dann sieht man sich wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Elite 4.